Alpha. Jo, du hast das Foto. Was ist das Foto? Hallo, kannst du ihn hier nennen, wenn Sie? Hat der Uwe auch den Fahrer aufgenommen? Ach, okay, alles klar. Alles klar, Carsten. Weitermachen. Ja, dann begrüße ich auch mal den Robin Hood, hier vom Carsten Condor aus Bernis. Hallo Carsten, ich bin zurück. Ja, wunderbar, ich hab den Vorwagen, ich hab den Sehr gut, aber einmal zwei. Ja, super, das freut mich. Also du machst in der Santiago 7 eine schöne, klare Radio 5, einwandfrei. Und ich habe hier heute ein neues Gerät dran, das ist eine President McKinley. Hier ist wunderbar, eine glasklare Modulation, keine Nebengeräusche, absolut perfekt. Ja, sauber, danke schön. Ja, du hängst aber daneben. Ja, das hat mir der Martin auch schon gesagt, Ralf. 134 Volt. Nee, Stefan, die ist schon über 2 Stunden im Betrieb, also daran liegt's nicht. Ja, okay. Die liegt aber nicht doll daneben, sag ich mal jetzt. Ja, ich glaube 100 Hertz kann das sein, Ralf. Ja, 134. Ja, 85 um den Dreh. Also bei meiner gibt es eine schöne Einstellung, was geht nicht bei dir. Aber bei meiner kann ich einstellen, wenn ich mit Verifier rede, ob ich mich nur auf Empfang oder auch auf Westen Empfang bin. Vielleicht hat sie auch so eine Einstellung, keine Ahnung. So, ich weiß es nicht. Ich habe das so gemacht, wie das jeder Funker macht, ja. Erstmal rumfummeln und dann lesen. Aber ich habe noch nicht gelesen. Ja, genau. Also wie gesagt, du hast aber eine glasklare Modulation. Das ist ja hervorragend. Ja, habe ich dran, Friedel. Alles Gute, ciao. Ich bin auch wieder verschwunden. Ich bin wieder auf dem Hauskanal und ja, heute Abend irgendwann so um 22 Uhr mische ich hier wieder mit. Das war, glaube ich, der Dirk, ne? Nein, der Carsten. Ach, Carsten, sorry. Ja, also alle Modulationen sind ja, alles klar, bis wieder. Ich bleib hier ein bisschen wieder. Ja, aber nochmal kurz zu deinem Standort da. Eisborn, wo ist das? Eisborn ist überall von Nima. Nima und Menschen, die überall von Wetter. Ja, Eisborn, super Signal. Ja, weiß nicht, welche die Mütze auf, das ist doch einfach jetzt mal durch. Bitte. Ich bin da auch zu Hause. Ja gut, alles klar. Nee, auf jeden Fall funktioniert das von deiner Seite. Alles klar. Ja gut, dann mach da mal weiter. Ich wollte nur kurz Bestätigung geben, dass das auch bis hierhin klappt. Hello, Carlos.
im Hintergrund, aber trotzdem breche ich mal eben drüber hier, der Micha, Radio Chaos. Du bist zu Hause, was machst du mir für ein Signal hier, Stefan? Wahnsinn, in den Spitzen S9, Radio 5. Da bin ich ein ganz anderes Signal von dir schon zu Hause gewohnt. Nee, alles richtig gemacht. Nagel durch. Fast S9 in den Spitzen hier. Super. Und eine volle Radio 5. Yeah.
mal beim WDR auf die Homepage gucken, was von wo gesendet wird. Da kannst du es auch sehen. Aber die eine Häuselantenne, die sehen wir schon hier, die hängt da noch am Turm dran, aber die ist ja außer Betrieb. Aber ich denke mal, der Aufwand wäre zu hoch, die abzumachen, weil der Turm ja noch außer Betrieb müsste und haben die wohl einfach ausgeschaltet und fertig. Da könnte man die Mittelwellenantenne ja gebrauchen, aber die lassen uns da ja nicht anzapfen. Ja, muss man nur einen finden, der mutig ist und ganz oben klettert. Ich bin da in Förbert Langenberg am Sendemast hier mit dem Marcel, mit Blackie 01. Ja, wir können heute nicht so großartig weit wegen dem Wetter. Wir haben auch gerade vom Bruch gemacht, dass wir Panzerband mit haben. Und sich da unsere Antenne umgekippt, die Delta-Loop, und dann ist die Angelroute gebrochen, aber die konnten wir mit Panzerband reparieren. So mal ein Ohr drüber stülpen, wenn wir jetzt zu Hause sind. Das schon einmal umgekippt. Jetzt haben wir das nochmal anders festgemacht. Wir wollen nicht die ganz große
steht bestimmt dann wieder auf der Teufelsmühle da oben. Das ist ja echt auch, ihr habt von euch auch so 309 oder über 300, knapp über 300 Kilometer. Ja, wollen wir mal gucken, was da passiert. Na, wäre interessant, ob das von hier dann auch klappt. Weil wie gesagt, antennenmäßig können wir heute nicht so, wie wir wollen, weil das Wetter halt nicht zulässt. Aber wir sind ja froh, dass wir trotzdem eine Möglichkeit haben, mit kleinerem Besteck zu arbeiten. Das kann passieren, ja. Langbeerer Sender in Völbert. Jo, hier hast du Mobilarbeit.
dem Audio und dem Nord. Wir sind jetzt hier in Hagen Nord und werden heute mal ein bisschen durch die Gegend fahren. Parkplatz fahren. Wunderschönen guten Abend. Ja, kommt doch wunderbar hier an, ne? S7 und Radio 5, kann ich nur sagen. Ne? Dafür, dass ihr mobil seid, klappt das hier wunderbar hier auf. Ja, dann werden wir uns ja nachher wohl öfter hören, wenn die anderen Parkplätze nur ansteuern. Einen wunderschönen guten Abend, genau, oder guten Tag, hier für den Olli und den Norbert. Wie gesagt, gut, der ungefähr Hagen Nord jetzt ein bisschen geradeaus darüber. Ich glaube, das ist ein paar Tage, aber das ist ja normal. Richtig, genau, da hat mich einer gegrüßt. Wer hat mich gegrüßt? Wir fahren gleich auf die A45 Richtung. Irgendwas mit Genau, Richtung Lüdenscheintal. Vergessen, der mich aufgenommen hat. Ja, klar, wenn er eine Brechstation war, die konnte ich zwar nicht hören, weil er ein bisschen durcheinander war. Hier ist der Batavia 01, der hört momentan an Standortklasse Bad Langenberg an der Rennautbahn. Ja, und hier ist das Frequenz, der Micha nochmal, Radio Chaos, Brandenberg, oben am Maßband. Grüße mal runter zum Klaus nach Hagen, doch gehört die Dachrinne, super, geht doch. Klaus, lange nicht gehört, noch wiedererkannt. Ich wünsche dir und allen weiteren in deinem Dunstkreis, bleib gesund und ja, schönes Wochenende. Grüß dich auch, Micha. Ja, mach vorsichtig, ne? Stoßstange sauber halten. Werden wir machen, Micha. Bis später. Ich glaube, ich bin jetzt hier nur ganz passiert. Wir müssen die ganze Station übernehmen. Ja, ich weiß, ich hab jetzt auch teilweise gehört, weil das ist im Moment ein drunter und drüber und teilweise habe ich auch gerade hier Gewitterstörungen hier. Ich denke mal, hier baut sich gerade was zusammen. Aber mal gucken, was noch geht. Hier ist der Batavia 01, der hört. Standort ist da Felbert Langenberg an der Wendeanlage. Wer ist denn hier noch? Luft, Luft, was ist das denn? Batavia, es braucht sich aber nichts zusammen, es ist alles frei auf meinem Radar. Robert Sander auch gegrüßt hier von Vonnenberg. Bitte weitermachen. Jörg, schnapp das Mikro und hol dir den Robert rein. Jo, grüß dich auch, Robert. Keine Ahnung, was jetzt
hören. Ich kenne jetzt zwei Autos, wer weiß, was die da machen. Nee, den Robert kann ich ja einwandfrei hören. Grüß dich, Robert. Ja, dann auch nochmal Grüße, ne? Von hier unten aus dem Tal. Ich bin jetzt gerade aufgestanden, mein Mittagsschlaf hat nachher wieder etwas länger gedauert. Aber ihr macht ihn, ja gut, er ist ja sowieso S9, wunderbar, aber Modulation ist auch sehr schön, also alles richtig gemacht. Die ist ein bisschen heller jetzt und das ist gut. Hallo Robert! Hallo Robert! Ja, hallo Lisa und hallo Michael, aber Mikrofon erst von Jörg. Ja, ich hab mal ein Mikrofon, ich hab so gesagt, ich probier mal das von der Grenz 2 aus, wo der Danny die Platine eingebaut hat. Ich glaube, das war die richtige Entscheidung. Ja, ja, das ist genau die Signalpumpenmodulation, die ich brauche. Ne? Also richtig gut, also genauso lang. Und ich muss dabei sagen, ich bin eine Armlänge vom Mikrofon weg. Ne? Ja, ist richtig super. Also das gefällt mir gut. Letztes Mal war es ja so dumpf und jetzt ist es aber schon klar und das ist echt gut. Ja, manchmal braucht es länger eine Lösung. Ja, aber jetzt können wir weiterlaufen. Also, da wollen sich ja welche noch grüßen. Hallo, dann ist das Hause auch ruhig. Irgendwie, ich weiß nicht, ob die Nachbarn eher zu erzählen haben oder so. Ich habe jetzt ja auch gar keine Störung. Das spricht auch dafür, zu Hause zu bleiben. Schönen Grüße zu Lisa, na Ja, hallo Robert, ne? Ich hab den Michael alles raus, heute gut zu hören. Der Robert hier in die Geschichte hat ja auch jetzt in der Runde. Auch wenn es alles ist, aber nicht lauter zu hören, dann geht's immer heute. Ja, das kommt immer darauf an, welches Mikrofon ist dann. Ich hab jetzt auch hier, ja, ich bin wahrscheinlich im Nahbereich, sag ich mal, fast ein bisschen drüber, ne? Aber ich hab hier mein Elektretmikrofon dran und der kommt über die Tür raus. Ja, wie auch immer, das klingt gut für dich immer. Ja, so wie ich dich kenne, dass du dich verändert hast. Ja, vorhin, als wir noch nicht auf Anhänger waren, auf Anhänger, ja, da war er ganz schön überfeuert, ne? Aber das ist jetzt gut, ne? Also wenn er dir auf das einhält, dann geht das gut. Ja, eine kurze Frage an den Michael. Ja, Lisa, ich kann dich hören, aber auch nicht mehr oder so. Das ist eine knappe Radio 3 und es ist sonst was zur Zuckung, immer einen großen S-Meter zu sehen. War es schon mal besser, ist aber auch vielleicht dem geschuldet, aus Grundstabilitätsgründen habe ich den Einspeisepunkt in deine Richtung ja, so circa einen Meter nach unten setzen müssen. Vielleicht liegt das auch mit meiner Antenne, hängt das auch mit meiner Antenne zurück. Aber Lisa, auch dir ein schönes Wochenende und ja, ich hoffe, dir geht's gut. Das kann ich leider nicht behaupten. Aber gut, wenn das ist nicht interessant, das wäre nicht so fast mal das Gesicht. Ja, aber schön, dass mal wieder geklappt hat, ne? Ja, ich habe ja meine übliche Standardantenne dran, die war zu gut stehen, dass das immer dieselbe ist. Du bist so laut wie der Charlie Whiskey aus dem Schwarzwald im Moment. Also da muss ich richtig reinkriechen in den Lautsprecher. Und der Charlie macht ja meistens auch keinen Ausschlag hier bei mir. Aber trotzdem schön, dich auch mal wieder gehört zu haben. So, ich mache jetzt hier frei, weil da war schon wieder eine QRX im Hintergrund. Und ich gebe mal direkt wieder hoch zur Kopfstation zum Jörg, zum Batavia 01. Bitte nehmen Sie das Mikrofon und lassen Sie die X rein. Ja, sagen wir mal einfach, hier ist der Batavia 01, der Jörg, momentan am Standort in Vöbert Langenberg an der Sendeanlage. Die X würde sprechen.
Code CQ für die NRW-Runde. Ne? Hier ist der Bataria 01. Standort im Moment Felbert Langenberg an der Sendeanlage. Wer hört mich da? Ja, haben wir doch alles richtig gemacht, 5 und 9 in Wuppertal. Besser geht's doch gar nicht. Ja, grüß dich auch, Mike. Ja, wir funken hier auch in der provisorischen Antenne, weil bei der Widrigkeit, die mit dem Wetter, können wir da nichts anderes aufbauen. Weil wir hatten jetzt zwischendurch auch vom Böllen, da hat uns einmal die Antenne umgehauen. Aber da war noch eine Station, die hat 5 und 9 gesagt. Wer war denn da noch? Ja, grüß dich auch, Rainer. Ne? Wie gesagt, wir haben hier nur die Delta-Loop und kleines Besteck, kleinen Mast, weil bei dem Wind kann man nicht großartig aufbauen. Hier sind teilweise Böen, da geht ja schon die Luft ab hier oben, aber trotzdem versuchen wir unser Glück. Bist du in der Kirche oder hast du die Möbel verkauft? Du darfst nächstes Mal doch nicht deine Möbel verschenken. Ne? Die brauchst du doch noch als Schalldämmung für die Stufe. Das hört sich wirklich an, als würde ich ein Echo-Mikrofon sein. Ne? So, mal gucken, wer da noch ist. Ich rufe mal nochmal CQ. CQ, hier ist die Station Batavia 01. Standort ist Café Bad Langenberg an der Sendeanlage. Ja, schöne Grüße wieder mal nach Wuppertal. Ja, das klappt eigentlich ganz gut von hier oben, von dem Standort Richtung Wuppertal. Deswegen, schön,
Cool, dass du mich überhaupt hörst. Also die Nadel liegt hier platt auf, da passiert gar nichts vom Elfmeter. Es ist sehr, sehr knapp, dich zu hören. Ich hoffe, ich bin jetzt nicht übersteuert, weil ich natürlich etwas die Stimme erhoben habe, um überhaupt da hinzukommen ins Tal. Ja, super. Ich hoffe, euch geht's gut. Ein schönes Wochenende. Der Charlie Whiskey hat sich auch noch für heute Abend angemeldet. Wieso bist du nicht oben? Jetzt ist er weg, Batavia, mach mal weiter. War aber lustig. Ja, ich weiß jetzt, habe ich mich in welchem Ort der stand, das weiß ich nicht. Aber ich habe ihn hier mit S0 und Radio 2 bis 3 gehört. Also wäre aber cool drauf fähig gewesen, wenn er mich gehört hat. Ist es gehört? Ja, Jörg, der war zu Hause scheinbar, so wie ich wie er das erzählte. Also der war nicht auf dem Berg. Also erstaunlich, dass ich den auch hier überhaupt gehört habe. Mikrofon nochmal zu dir, kannst du da weitermachen? Ja, da war noch eine X-Station. Die X-Station ist gehört, kommt sofort dran. Die hast du den Batavia 01, den Jörg. Standort ist im Moment Förbert Langenberg an der Sendeanlage vom WDR. Dann die X-Kommer bitte. Ja, du hast bei mir noch Radio 4 und S3, also kommst du ganz gut rüber. Felbert Langenberg nennt sich das hier. Große Sendeanlage vom WDR ist eigentlich ganz bekannt hier. Kein Problem, dafür sind wir noch da, macht das Spaß hier. Gucken wir noch von weiter weg mich hier hört. Hier ist der Batavia 01, der Jörg. Standort ist da Sendeanlage Felbert Langenberg. Nicht hoch, nur 230 oder 240 Meter kann man fast sagen, aber alles schön ruhig hier, also bis für heute was geht. Mal gucken, wer mich noch hört. Ja, wer hört mich denn da? Ja, ich hab dich auch gehört. Ich höre dich. Das ist nun wieder gerade war, kommt er nochmal. Gut. Du, da hat noch einer zwischengerufen, hier ist der Wasser.
Ich wollte Ihnen den Ralf im Wegwerk grüßen. Robert 62, ruf mal Wegwerk, wenn er noch da ist. Prima, ja, so viel kann ich dir nicht geben, aber machst du alle drei hier im Gelsenkirchen-Zentrum, ich bin zu Hause.
Ja, alles klar, danke später mal. Ja, aber noch eine Brickstation. Hier ist der Bataria 01, der Jörg. Schöberg Langenberg. Ja, hier ist noch nochmal der Michael. Wenn du nicht die Hauptlast tragen willst, vergesst mir nicht den Robin Hood, den Stefan. Ich gebe auch nochmal eben direkt das Mikrofon jetzt rüber. Stefan, wie hoch stehst du denn da? Du hast doch auch dann Möglichkeit und kannst dann mal reinrufen. Da in Eisborn. Was war denn Eisborn? Wie hoch stehst du? Hier auch mit der 200. Da haben wir es doch. Kopfstation Nummer 2. Kannst auch immer mal einen Aufruf starten. Ihr könnt euch ja. Der Jörg sagte gerade, er will nicht Rotkäppchen so richtig sein. Aber ihr könnt es euch ja teilen. Ich höre gespannt zu. Das Mikrofon nochmal zum Robin Hood. Ja, dann na, einer muss den bösen Wolf spielen. Nein, können wir uns gerne teilen, weil du hörst wahrscheinlich da Sachen, die ich nicht höre. Und umgedreht, ne? Können wir uns da teilen, ist aber kein Problem. Ja, dann lass ich mich auch sehr auf den Fall, sehr gerne. Ja, dann allgemeine Anfrage. Ich jetzt gleich noch Platz außerhalb von
nach Langenberg an der Sendung. Thank you.
hältst an der Macht der Gewohnheit. Kommt drauf an, bei FFB könnte das Sinn machen, aber bei FM nicht. Ich komme hier Server Bavian 01, Herr Jörg. Standort ist auf Server Schlangenberg an der Westernorden. Ich komme. Ja, ja, grüß dich, Jens. Du bekommst ja volle Radio 5 an S-Wert, ist hin und her schwankend. So ist du fährst, aber volle Radio 5. Kann man nicht meckern. Sendeturm an den Schwerbad Langenberg, also direkt am Ortbergturm. Nee, nicht, dass ich wüsste, weiß ich nicht, habe ich nichts von mitbekommen. Ich habe nur mitbekommen, dass der Schwarzwald sich nachher melden will. Der steht auch auf 400 Meter, ist nicht ganz so hoch, aber